Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, Herr Schneider, denken Sie mal drüber nach, wie groß die Olympiabegeisterung eigentlich bei Ihnen ist, wenn die Opposition gezwungen ist, die Parlamentsbefassung hier über den Prioritätenblock zu erzwingen. Wo ist die angekündigte Offenheit und Transparenz, öffentlich das Für und Wider abzuwägen? Doch nicht so überzeugt von der Bewerbung, also manches bei Herrn Buchner klang jetzt so. Oder traut sich der Senat nicht, das nächste Megaprojekt zu verteidigen? Gibt es da jetzt auch intern Streit? Oder ist es, weil dieser Senat auf keine der Fragen vernünftig vorbereitet ist, weil Sie ja offensichtlich noch nicht mal wissen, was für Verträge Sie mit dem IOC abschließen müsste im Falle, dass diese Bewerbung erfolgreich ist? Ist ja absurd! Diese Olympiabewerbung machen Sie doch nur zur Ablenkung von Ihrer desaströsen Performance. Ihnen geht es doch nicht um Sport, Ihnen geht es nicht um eine seriöse Entwicklung bis 2024, Ihnen geht es doch nur darum, um Olympianebel bis in die Sommerpause zu flüchten. Und das ist die ganze bittere Wahrheit zu dem Thema. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Zehlen? Ja, gerne. Wo ist er? Bitte, da hinten. Herr Wolf, ich habe die Frage, ob Sie zur Kenntnis nehmen, dass nicht der Senat auf die Idee gekommen ist, sich für Olympische Spiele zu bewerben, sondern der DOSB 13 Fragen an den Senat gerichtet hat von Berlin. Sind Sie bereit, das zur Kenntnis zu nehmen und Ihre gerade getroffenen Aussagen dementsprechend zu korrigieren? Bitte schön, Herr Kollege Wolf. Ja, wie immer nach der Geschäftsordnung wird angehalten. Sehr schön. Bitte. Ja, wir klauen Ihnen keine Redezeit. Ich kenne das Verfahren sehr genau. Und der Senat hat jetzt am 24. Juni ja was beschlossen, nämlich dass er auf dieser Grundlage, dieser Anfrage, sich gerne im Rahmen auch dieses Fragenkatalogs bewerben möchte. Das ist das, was Sie den parlamentarischen Gegenstand heute hier abliefert, die Mitteilung zur Kenntnisnahme des Senats. Das ist keine Mitteilung zur Kenntnisnahme des DOSB, sondern des Senats. Und es wäre schön gewesen, wenn wir es in der Aktuellen Stunde mit dem Senat hätten seriös behandeln können. Aber was ist die Lage eigentlich hier mit diesem Senat? Wir haben die Reaktionen auf Ihre Niederlage beim Volksentscheid zu Tempelhof hier alle noch im Ohr. Die CDU distanziert sich von ZLB und Masterplan. Die SPD distanziert sich von sich selbst. Vor der Entscheidung findet sie, Bürgerbeteiligung gibt es genug. Nach der Entscheidung sagt sie, oje, wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung. Herr Graf taucht ab und lässt Herrn Evers auf den Koalitionspartner schimpfen. Und die SPD rangelt fleißig im Erbfolgestreit. Da denkt man, offensichtlicher kann die Zerrüttung dieser Koalition nicht zur Schau gestellt werden. Da belehrt uns diese Truppe eines Besseren. Dieser Rosenkrieg zur Gasnetzvergabe im Senat, wo ein Senator dem anderen die Scheidungsanwälte auf den Hals schickt, das ist schon ein sehr einmaliger Vorgang. Und meine Damen und Herren, sowas lässt sich auch nicht mehr kitten. Nach nur 2,5 Jahren sinnfreien Stolperns durch die Landespolitik ist das der definitive Anfang vom Ende dieser Regierung. Da hilft auch nicht der flehentliche Ruf nach der Jugend der Welt. Meine Damen und Herren, die Menschen dieser Stadt sehen jeden Tag, was dieser Senat nicht kann. Und da ist die Parole des regierenden Bürgermeisters, wir können Olympia nicht ganz frei von einer gewissen Komik. Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, in Berlin würde Ihnen noch irgendjemand ein Großprojekt zutrauen? Wahrscheinlich reden Sie jetzt deswegen von den Spielen der Bescheidenheit und anderen Nebelkerzen. Fakt ist, Sie haben außer Worthülsen diesem Haus und der Öffentlichkeit nichts vorgelegt, wie eine Bewerbung ein vernünftiges Konzept aussehen könnte, das auch nur eine Interessensbekundung rechtfertigen würde. Sie bewerben sich blind, und das ist absurd. Fakt ist, dass Sie den Fragenkatalog des DOSB bis zum 31. August beantworten müssen. Und Fakt ist, dass der Senat die Frage des DOSB nicht beantworten kann, was das Parlament und was die Berlinerinnen und Berliner von der Bewerbung halten. Der Senat hat nicht gefragt. Ich weiß nicht, ob dem DOSB Vermutungen genügen. Wenn ich hier in den Saal schaue, bei der SPD und der CDU scheint das Interesse an der Bewerbung nicht so groß zu sein. Könnten Sie dann da reinschreiben? Mit Sicherheit. Aber ist es eine ziemlich freche Beugung der Wahrheit, einfach zu sagen, dass in der Berliner Bevölkerung eine grundsätzliche Offenheit für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele in der Stadt besteht? Mit diesen Worten hat sich der Senat am 24. Juni für die Olympiabewerbung entschieden.
zumindest alle mir bekannten Umfragen, okay, das Piraten-Liquid-Feedback, das habe ich mir nicht angeguckt, aber zumindest mir aller bekannten Umfragen der jüngsten Zeit belegen das Gegenteil. Wollen Sie also schon wieder, wie bei großen Koalitionen üblich, ein für die öffentlichen Haushalte desaströses Großprojekt auf eine Lüge gründen? Meine Damen und Herren, ich sehe mir gern sportliche Großereignisse an, aber eine Stadt, die Olympische Spiele ausrichten will, muss sie sich auch leisten können. Herr Henkel will die bescheidenen Spiele. Mir fällt zum IOC ja alles Mögliche ein, aber ganz bestimmt nicht Bescheidenheit. Als Tokio kürzlich sein Programm für 2020 etwas reduzieren wollte, nur etwas reduzieren wollte, hat das IOC sofort interveniert. Gucken Sie sich das nochmal mit dem Vertragswerk an, Herr Kollege Buchner. Das ist echt leider. Der Regierende sagt, allein die Bewerbung für Olympia kostet schon mindestens 60 Millionen. Sie rechtfertigen das mit den angeblichen positiven wirtschaftlichen Effekten, die Olympische Spiele mit sich bringen. Dieser schon religiöse Glaube ist recht leicht zu erschüttern, wenn man neben den Propagandazahlen des IOC und der NOKs mal die eine oder andere unabhängige Studie zu Rate zieht. Olympische Spiele in die Stadt zu holen, bedeutet Haushaltsrisiken in Milliardenhöhe. Wer was anderes erzählt, ist unseriös. Bei der Bewerbung Londons für Olympia 2012 war mal von 1,9 Milliarden Euro ausgegangen. Auf der Schlussrechnung, und das ist sozusagen die etwas konservative Rechnung, stehen jetzt mindestens 14 Milliarden Euro, von denen ca. 11 Milliarden Euro die öffentliche Hand bezahlt. Solange das IOC und das System Olympia nicht reformiert wurde, und bislang ist es das nicht, bleiben positive Effekte, wenn sie überhaupt entstehen, für die Ausrichterstadt gering. Stattdessen treibt Olympia die Preise für Grund und Boden hoch, schränkt öffentlichen Raum und seine freie Nutzung ein und führt dabei zu Verdrängung und Belastung für die Bevölkerung. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Buchner? Ja, wenn Sie schon wieder anhalten. Das wird immer angehalten, Herr Kollege. Bitte schön. Herr Kollege Wolf, wenn Sie über die Gesamtkosten einer Olympia-Bewerbung reden und eben die 11 Milliarden meinetwegen für London erwähnen, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass dort natürlich die Kosten für die Infrastruktur, die in der Stadt verbleibt, also etwa ein olympisches Dorf mit 25.000 Wohnungen etwa, mit eingerechnet sind? Bei der Rechnung wären wir dann bei den 28,1 Milliarden Euro, die in der Studie ausgewiesen sind. Ich rede jetzt nur über die Sportstätteninvestitionen bei London, bei den 14 Milliarden. Sind insgesamt 28,1 Milliarden gewesen. Gucken Sie sich die Studien mal genau an, nicht nur die NOK und IOC-Zahlen. Meine Damen und Herren, der Senat wird mit den vorhandenen Sportanlagen für Olympia. Aber die müssen erst olympiatauglich gemacht werden und trotzdem werden Neubauten nötig sein. Das kostet Geld. Und was passiert damit nach Olympia? Was ist mit den Folgekosten für Erhalt, Bewirtschaftung, Nachnutzung oder Rückbau? Den Sportanlagen in den Bezirken wird damit sicher nicht geholfen sein. In Berlin fällt Sportunterricht aus, weil Schulsporthallen fehlen oder marode sind. Es wird über den Abriss von Schwimmhallen diskutiert. Und Sie wollen das Geld lieber in Olympiaanlagen stecken? Das ist doch auch sportpolitisch verrückt. Meine Damen und Herren, Frau Lomscher hat es Ihnen heute Morgen in der Aktuellen Stunde schon gesagt, in den Haushaltsberatungen haben wir vergleichsweise bescheidene Anträge für Investitionen und Mehrausgaben gestellt. Jeder in der Stadt weiß, es fehlt in der Stadt bezahlbarer Wohnraum, der Personalmangel im öffentlichen Dienst wird immer größer, Schulen, Straßen und Brücken müssen saniert werden. Sie haben unsere Vorschläge allesamt abgelehnt mit dem Verweis auf den Altschuldenstand. Sie haben entschieden, gegen jede Vernunft die Stadt auf Verschleiß zu fahren. Bis gestern war kein Cent da, aber Olympia hätten wir uns leisten können. Das ist doch absurd. Und seit gestern wird die Sache richtig verrückt. Da fällt Herrn Salé und Herrn Graf ein, eigentlich doch noch Geld da. Jetzt sollen also in den nächsten Jahren die Hälfte aller Mehreinnahmen in einen Investitionsfonds gesteckt werden. Mindestens 100 Millionen pro Jahr. Ein halbes Jahr nach Verabschiedung des Doppelhaushaltes hier in diesem Haus. Woher kommt der Sinneswandel? Haben wir vor einem halben Jahr, was die grundsätzliche Einschätzung angeht, Recht gehabt und Sie Unrecht? Gut, freuen wir uns, dass Sie das jetzt zugeben. Aber was soll diese Konstruktion mit dem Sondervermögen?
Warum wollen Sie das Geld am Haushaltsgesetzgeber vorbei dem Finanzsenator zur Ausgabe nach Gutdünken geben? Das ist doch Blödsinn und konterkariert den Zweck. Vor vier Wochen hat er noch gesagt, jetzt ist er nicht da, hat er noch gesagt, es ist kein Geld da für die wachsende Stadt. Jetzt soll das gehen und obendrauf auch noch die Olympiabewerbung plus Olympiainvestitionen. Kann man jetzt alle Wünsche auf einmal erfüllen? Ist das Dummheit oder wieder ein Fake, um die Stadtgesellschaft für dumm zu verkaufen, meine Damen und Herren? Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Machen Sie sich ehrlich. Reden wir über die notwendigen Investitionen in die soziale und bauliche Infrastruktur. Machen wir es ganz ordentlich in Beratungen zu einem Nachtragshaushalt, ohne Spielereien, ganz ehrlich, ohne Tricks. Wenn Sie diese Pflicht erfüllt haben, dann und nur dann können wir seriös über die Kür reden. Dann rechnen wir zusammen, was erwartungsverlässlich für Olympische Spiele übrig hätten. Dann muss man bewerten, was aus dem angekündigten Reformprozess des IOC geworden ist. Und dann muss man die Bürger befragen. Aber meine Damen und Herren, auch da kriechen Sie ja noch unter der eigenen niedrigen Messlatte durch. Sie haben bislang nichts getan, um eine Volksbefragung zum Thema zu ermöglichen. In Berlin müsste dafür die Verfassung geändert werden. Dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Dann muss das per Volksentscheid bestätigt werden. Da hätte man mal spätestens nach den Erfahrungen von München aktiv werden müssen. Ist Ihnen doch wohl nicht so wichtig, die Sache mit der Bürgerbefragung. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Sie treiben alle vier Wochen eine neue Sau durchs Dorf. Vor einem halben Jahr war es die Altschuldentilgung, dann war es Tempelhof, dann Olympia, jetzt ist es das Sondervermögen. Seriöses Regierungshandeln ist das nicht. Wenn Sie wieder einigermaßen bei Sinnen sind, dann können wir gerne über Politik reden. Ersparen Sie uns bis dahin eine Olympia-Bewerbung, die Sie nur aus einer Mischung aus Eitelkeit und Verzweiflung betreiben.